Morgen. Ja, das waren ja damals noch Zeiten, als Norbert Blüm noch in Amt und Würden war. Ich meine, damals waren wir freilich schon auch globalisiert, aber längst nicht so wie heute. Mei, heute sind wir noch viel globalisierter. Das merkt man unter anderem daran. Schauen Sie, eine Wurst. Da würden Sie jetzt sagen, das ist eine typische Nürnberger Spezialität, lokal verortet und überhaupt nicht globalisiert. Irrtum. Diese Wurst enthält heutzutage die ganze Welt. Gregor Lemke, Wirt vom Nürnberger Bratwurströslein, ist sauer. Denn auf ihn rollt ein Problem zu. Eines, bei dem es um die Wurst geht. Ja, wenn das wirklich kommen sollte, ich meine, dann werden wir wahrscheinlich irgendwann mal hier zusperren. Dann wird es keine originalen Nürnberger Bratwürste mehr geben im größten Bratwurstrestaurant der Welt, sondern dann werden wir halt Berliner Currywurst machen. Und dann ist es auch Wurst, weil dann ist alles Wurst. Der Grund für Lemkes Sorge? Die EU erwägt, regionale Produkte wie die Nürnberger Rostbratwurst nur noch dann zuzulassen, wenn sie auch aus regionalen Zutaten bestehen. Gregor Lemke fürchtet für seine Würste das Schlimmste. In Nürnberg gibt es jetzt 200 Schweine. Aus 200 Schweinen könnte man vielleicht hochgerechnet 300.000 Bratwürste machen. Wir im Röslein müssten dann nach einem Vierteljahr zusperren, weil wir dementsprechende Mengen brauchen. Alle anderen würden gar keine bekommen. Aber wie kann das sein? Das sind doch Nürnberger Bratwürste, oder? Sind die denn dann nicht aus Nürnberger Fleisch gemacht? Schließlich heißen sie doch so. Und die Nürnberger Hersteller vermarkten sie ja auch als regionales Produkt, als echtes Original. Ein hart erkämpftes Monopol, um das die Wurstproduzenten hier lange gerungen haben. Sogar der Schutzverband der Nürnberger Rostbratwurst wirbt im Werbespot mit der Echtheit der Würste. Sie denken, das ist alles echt? Moment. Alles gefälscht. Schrecklich. Hauptsache, die Nürnberger sind echt. Tatsächlich reicht es bislang aber, wenn die Nürnberger in Nürnberg hergestellt werden. Dafür gab es 2003 von der EU sogar ein Schutzsiegel. Was aber ist dann drin in den 1,5 Milliarden Würst, die jedes Jahr in Nürnberg produziert werden? Quer fragt nach bei den vier großen Produzenten, die den Würstelweltmarkt für Nürnberger dominieren. Doch vor der Kamera äußern will sich nur Wirt Werner Behringer. Bis zu 3000 Würste produziert sein Familienbetrieb täglich. Es gibt in Dänemark mehr Schweine wie Dänen, ne? Das ist halt so, die haben sich darauf spezialisiert. Aber wenn die ein gutes Produkt liefern und wir mit diesem Produkt was Gutes machen können, ja, dann warum sollen wir denn das nicht nehmen? Das ist ja ein Unfug. Dieses Fleisch kommt vielleicht also aus Dänemark? Und was ist mit den anderen Zutaten? Wir haben ja ein Kind, das viele Väter und viele Mütter hat, wenn man also zum Beispiel annimmt, dass der Majoran aus Thüringen kommt, dass die Schafsdärme irgendwo aus dem Iran und aus dem Irak kommen, wo eben die Schafsdärme produziert werden. Der Pfeffer, der wächst auch nicht im Nürnberger Land, sondern irgendwo in der weiten Welt und ebenso der Muskatnuss und alles, was wir dazu brauchen. Die Wurstproduzenten nehmen es offenbar ziemlich locker. Was aber ist mit den Wurstessern? Nö, das wusste ich nicht, da trage ich es ja gleich wieder zurück. Ich habe gedacht, das wäre ein Original Nürnberger. Ja, das ist ja fürchterlich. Das sollte man gleich wieder zurückgeben, ne? Wenn es schon so genannt wird und es darauf Wert gelegt wird, dass sie Nürnberger heißen, dann sollte das schon aus der Nürnberger Region kommen oder zumindest aus Franken. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Also hätte jetzt schon gedacht, das kommt wirklich hierher. Warum heißt die dann so, frage ich mich, ne? Die Nürnberger würde es also schon freuen, wenn künftig da, wo Region draufsteht, auch Region drin wäre. Und hier sieht er jetzt seine Chance. Gastwirt Heiner Sindel von der Regionalbewegung. Im Kampf um die Wurst streitet er für die fränkischen Bauern. Ich glaube, dass ein Nürnberger Bratwurst auch verdienen würde, von fränkischen Schweinen hergestellt zu werden. Wir haben in Riesenmengen Schweineproduktion im Fränkischen. Wir haben leistungsfähige Schlachthöfe. Und da muss man nicht das Fleisch aus Polen oder aus Dänemark oder aus Norddeutschland herkarren. Doch wenn es um ihre Wurst geht, wollen sich die Nürnberger Produzenten keine Region vorschreiben lassen. Nicht mal eine fränkische. Ist natürlich wieder die Frage, wenn es heißt Nürnberger Bratwurst, sagt man dann mittelfränkische Schwein, fränkische Schwein, bayerische Schwein, deutsche Schwein. Wo hört das auf und wo fängt es an? Eine schwere Entscheidung, die jetzt die EU treffen muss. Im Januar wird in Brüssel endgültig abgestimmt, ob, wann und wie genau die regionale Einschränkung kommt. Bis es aber soweit ist, wird noch so mancher Nürnberger Bratwurstesser in Wahrheit in ein Stück dänisches Schweinefleisch beißen.
Nürnberg.